Du wirst vernichtet werden von mir und meiner magischen Kräfte. Hast du jetzt ein vorgefertigtes Deck genommen oder was? Nö. Let's go, Finger in Po, ich mach dich fertig beim... Ich wollte gerade reimen, aber Leute... Leider fällt mir kein Reim ein, aber willkommen Leute, wir sind die dicke, fettbusige Mike. Mike, yes, May. Nee, Mai, ja. Mai heißt die. Nicht May. Was? Nee, May, der ist Mai. Valentine. Der ist Mai Valentine, ja, nicht Deutsch May. Halt vielleicht, egal, oh. Das ist Mike in Brofist. Ja, komm, und jetzt mach mal, Nutten. Okay, gut. Oh. Ach, willkommen mit der vollbusigen Mike. Oh. Mike ist am Start. Der hat seinen Mike im Mund. So, dann setze ich die Karte. Du bist dran. Du Kran. Ich setze diese Karte hier an. Ach du Heilige. Bist du verrückt oder was? Und wenn noch eine Runde. Ach du Heilige, er ist verrückt. Ja, sonst weiß ich schon. Ich aktiviere! Großartig. Der erste Sorgenfuck! Ja! Schrei doch nicht so, Alter. Doch, weil ich gut gelaunt bin. Die armen Zuschauer denken. Ich hole mir, wer hätte das gedacht, den zweiten Sorgenfuck. Alter, was holst du dir wohl als nächstes? Den fünften natürlich. Ja! Richtig erkannt. Yeah. Ah, Mann, ich habe jetzt nur irgendwelche dummen Karten. Und der dritte Sarkophag, Leute. Das bedeutet eins. Unser großer Pharao kommt wieder. Geist. Der ist doch gar nicht so. Wie heißt denn der? Geist des Pharaos. Achso, ja. Geist des Pharaos, nicht der große Pharao. Das ist ein Unterschied, Müller. Müller hat eine Kuh, die macht fett Mu. Greifen Sie ich an. Nehme Flugzerstörer. Gucken, was seine verdeckte Karte ist. Hui. Das ist natürlich nicht geil. Aus Blödheit springst du trotzdem. Ich habe jetzt meine Augen geschlossen, damit ich ein bisschen pennen kann bei dir, weil das dauert mir zu lang. Ich aktiviere Blitzgewehr mit das Finsteren. Ich nehme, was nehme ich? Leute, was nehme ich? Ich nehme diese fucking Karte. Und muss dafür eine Karte wegwerfen. Und zwar wird das der Flammende. Irgendwas. Der Flammenpatschi. Und dann greifst du an. In deiner vollen Würze. Ah ja, ich nehme noch... Banner des Mutes. Und dann will ich gucken, was du drunter hast. Ja, das ist jetzt ein bisschen suboptimal, weil mit ohne des Mutes verkackt. Das war verknapp. Ah, ich habe noch auf dem Hand was ganz Gutes. Echt? Nur meine Leute sehen das. Und jetzt riecht man erstmal wieder Wasser. Ich aktiviere einfach mal Maske der Verfluchten. Kann ich angreifen. Das ist Schärfe der Gier. Und noch eine Karte verdeckt. Okay. Und beende meinen Zug. Da ich mit meinem Monster nicht angreifen kann, setze ich Eiseisen. Weil ich bescheuert bin. Verteidigung ist du ja, selbst. Ja. Hat schon seine Gründe. Ja, hat seine Gründe, Alter. Ach, vor allem, ist das eine Dauerkarte? Natürlich ist es eine Dauerkarte. Solange das Monster existiert.
existiert auch die Karte. Ich setze Beta Mati Bakri. Beta Magie. Ah, komm, Mai Eisen, dann komm. Ah, nee, das sieht gerade eher nicht so gut aus. Ich gehe die Battle Phase. Ja. Ja, komm, Beta. Nee, bitte nicht. Ja. Tschüss. Ja, komm, war mir klar. Das war sowas von klar. Oh nein, meine Maske der Verfluchten, was soll ich jetzt nur machen? Ich weiß es nicht. Holst noch eine auf, der mir fällt. Oh, Albtraumrad, ja gut. Och nö. Och nö. Es ist, das Deck ist genauso mies wie wie ist das andere hier mit Pendel? Was, Pendel? Echt? Ja, das Pendel ist auch mies. Mit dem Rest tue ich mich... Geisternachricht oder Exodia. Ja, naja, Exodia ist so ein Risiko-Ding. Risiko, Risiko, Risiko. Also, naja, nee, kein Risiko, sondern in... Wie nennt man das? Ich sage jetzt mal Casino-Spiel. Wie lange spielst du auf Zeit so ungefähr? Wie sage ich jetzt mal? Magier des Glaubens, Maske der Verfluchten, falls man es ja gebrauchen kann. Ja, es war klar, dass du die wiederholst. Deswegen wundert mich das jetzt gerade nicht und ich schreie deswegen nicht rum. Brennendes Land. Und ja. Diese Karte verdeckt. Ja, was kann ich aktivieren? Das bringt mir doch nichts. Nee, nee. Nein. 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 Achtung, jetzt fragt das Spiel nochmal. Nein, ich will das nicht. Nein. Aber... lieber so. Ach, jetzt das Spiel, lass mich doch mal in Ruhe, ich kann doch nichts machen. Jetzt fragt er mich nochmal, nein, weil ich zu Zeit genug gedrückt habe. Also ich wünsche mir noch von diesem Spiel, dass ein Update rauskommt, dass wenn eine Karte auf deiner Hand hast oder auf dem Feld liegen hast, wo du was opfern musst, dass diese Karte weg ist. Hä? Nicht aktiviert wäre, also das Spiel nicht sagt, hier... Ja, was für Opfern, wollte schon sagen. So, Scherbe der Gier. Und noch ein Monster verdeckt. Ah, was hat er vor? Alter, nein, das ist das Ding! Nein, ich will keine Karte aktivieren! Ach, alles. Also sonst bei dir. Hier, geh weg damit. Ach, da fängt sie nicht an, mich weiter zu nerven. Hätte es eigentlich gebraucht, aber es ist mir jetzt egal. Na ja. Jawohl. Du bist. Also wenn es so weitergeht, dann... ja. Ja, komm. Ist aber optimal. Oh, das ist suboptimal. Ja, ich kann aber nichts machen, kriege jetzt in der Runde 1000 Schaden. Gut, du auch. Nee, 500? Ach so, pro. Nee, hä? Ja, du kriegst nur 500, was heute jetzt rum? Ach so. Mann, was ist das? Jetzt komm, muss man ein paar Mal... Hier, Schwiegekraft, Maske, brennendes Land. Der wirft Maske doch weg. So, damit ich ja noch länger halt aushalte wie du. Wo ich mir noch 1000 Lebenspunkte wieder gehe. Es ist eine Runde, die kann man nur in die Tonne werfen. Oh nee, jetzt kriege ich sogar mehr. Och.
Ja, ja, du bist jetzt im Vorrang. Spiel, ich hab doch gesagt, du sollst ein Monster-Deck nehmen, wo du Karten hast, Mann. Ich hab dir gesagt, meine fucking... Ich... Und ich hab dir gesagt, dann mach ein Deck, wo du nur Monster drin hast. Hast du mir nicht gesagt. Doch, hab ich. Du musst nochmal kurz hier gucken. Ja, komm, Spezialbeschwörung. Machst du jetzt Exo? Wow. Ja, komm, Angriffsmodus. Ich kann doch eh nichts machen. Wow. Doch, ja, 500 hat. Oh ja. Oh, wer hätte das gedacht? Diese Schmerzen. Ja, erstmal weg mit dir. Ne? Ach. Hm, was könnte ich denn noch aktivieren? Ach ja, stimmt. Wir haben hier noch eine Maske für den beschränkten Alex. Wow. Ja, du bist. Was hat die für ein... Oh, es bringt mir so viel. Gut, wir beschwören eine Karte, damit Exodias wegkommt. Oh nein. Hä, was ist das? Ich darf mir ein Monster aussuchen, was dich angreift. Es ist aber sinnlos bei dir. Hier, ich will die Karte hier. Ey, oh, das nee. Ist diese Karte hier. Nee, warte, was? Was ist das jetzt? Und du darfst mit dieser Karte, dass du nicht angreifst, solange meine Karte auf dem Feld ist. Ah ja, okay. Also, für mich ist das jetzt sinnlos, weil du niedrig Karten hast im Moment. Aber hätte Exodius war der Rat. Ach da, hey, du kannst mich mal mit deiner Maske. Und dann dann hier, dann mache ich noch Maske der Finsternis. Und weil mir langweilig ist, kommt noch ein Traumrad dazu. So, du bist. Okay, dann beschwöre ich eben. Nee, dann setze ich diese Karte hier. Um Tribut zu fordern. Alter, willst du mich komplett verkackern? Und damit das ganze Spiel noch mehr Spaß hat für dich, aktiviere ich brennendes Land. Ja, damit hättest du gerade fast deine eigene Karte gebumst. Naja, aber ich weiß ja, was passiert. So, deswegen gehst du jetzt weiter runter, erstmal als ich. Also mache ich halt Flippbeschwörung und hol mir beim Vieh dein Albtraumrad ins Boot hier, ne? Mhm, okay. Und jetzt weiß ich auch, was Maske der Beschränkung für einen Zweck in meinem Deck hat. Ist diese Karte verdeckt? Also, man muss dazu sagen, er sagt jedes Mal, muss wissen, was ich mir für ein Deck zusammenstelle, dass ich einen Plan haben muss. Und selber merkt er jetzt erst, was es für einen Plan hat. Na, warum habe ich diese Karte verdeckt gespielt? Bin ich auf den Kopf gefallen oder was? Na, egal, dann mache ich halt so. Du bist dran. Ja. Du wirst trotzdem zuerst sterben. Denn, nein, doch, komm, scheiß drauf. Ganz Stück an. Damit du mal das Albtraumrad nicht hier wegbekommst. Vor allem diese Kette bringt halt einfach so gar nichts. Ne, im Moment nicht, ne. Yeah, und da du nur noch 3000 oder weniger hast, noch auf kurzen Goblin-Beamter. Ja, jetzt hast du 1000 weniger. Dann beschwöre ich Axträuber. Oh. Weil du vergessen hast, dein Monster. Ich habe Flippbeschwörung gemacht. Kann ich da nicht wieder zurück machen. Und ich greife dich an. Warum hat er 2400 Angriff? Ja, durch meine wunderschönen Strategie ist Oraklus. Ja, Also Leute, dann würde ich sagen, war es das für heute.
wenigstens hat das Deck jetzt so halbwegs besser geklappt als beim letzten Mal, weil er hat ja gar keine Monster, und wenn er keine Monster hat, habe ich keinen Sinn im Leben. Ist jetzt schon vorbei? Nee. Ja, noch so drei Runden. Nee, wenn dann noch eine. Nee, warte mal. Noch eine. Also mal, du kriegst nächste Runde, kriegst du 1500, und dann, wenn ich dran bin, dann ist nur noch zwei. Also zwei Runden, ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt noch ganz kurz zu Ende. Noch ein paar abschließende Worte von dir. Super, habe ich mir schon fast gedacht, dass du mal wieder passende Worte gefunden hast. Ja. 500 Lebensmittel. Ich überlege gerade, ich rechne gerade. Du kotzt mich an mit deinem Altrumrad, weil ich meine die Karte nicht flippen kann. Ach, echt? Krass, wusste ich gar nicht. Naja, kann ich leider nicht machen. Sonst hätte ich dich jetzt hart machen können. Aber Leute, dann war's das. Dann war's das. Also die bei mir geguckt haben, hätten jetzt gewusst, dass ich ein fertig machen können ohne sein Altrumrad, hätte ich fertig machen können ohne Probleme, und das wissen nur die Leute, die bei mir gucken. Enderman erzähle ich nicht, was jetzt mein Trick gewesen wäre. Müsste selber mein Part gucken, macht aber eh nicht, deswegen Enderman verabschiedung. Schaust du mal deine Aufrufe an? Ich schau immer jeder deine Yu-Gi-Oh! Videos. Hast du schon aufgehört? Nein. Ich bin traurig. Tschüss. Ja, heul den Arsch. Tschüss.